die Polizei. Wir haben einen Haftbefehl für Sie. Hintertür! Hintertür! Deputy Thompson hat sein erstes Frischlingsjahr überstanden. Hey, ich vermute, du darfst jetzt richtige Kugeln verwenden. Haben sich deine Eltern etwa nicht scheiden lassen? Das ist das Problem, sie waren nie verheiratet. Du hast Emilys Vorspielen verpasst. Kann ich mit dir reden? Wie wäre es denn, wenn du etwas mehr Zeit mit ihm verbringst? Aber das ist doch nicht das einzige 5 Meilen der Welt. Was machst du denn zu Hause? Sie haben mich entlassen. War deine Jugend wirklich so versaut, weil du keinen Vater hattest? Du machst dir keine Vorstellung. Adam, du musst mitkommen, sofort! Mann, wenn ich mein Gottvertrauen nicht hätte, dann käme ich jetzt ganz schön in Schwitzen. Die Wunden heilen, aber man ist nicht mehr derselbe. Ich wüsste gern, was Gott als Vater von mir erwartet. Ich habe kapiert, dass ich schwierige Dinge in Angriff nehmen muss. Gehst du jetzt nicht etwas zu weit? Eine Erklärung? Ja. Du warst als Vater doch ganz okay. Ich will nicht nur ganz okay sein. Kann ich auch unterschreiben? Ich habe es bisher nicht sehr gut gemacht, aber ich will es gut zu Ende bringen. Wenn du dich darauf einlassen willst, ist das richtig. Ein solcher Anlass erfordert eine Zeremonie. Das werde ich ein reicher Mann. Und mir erlaubst, dass ich als dein Vater mit darauf achte, dass ein junger Mann es ernst mit dir meint, verspreche ich mich, um dich zu kümmern. Wo seid ihr Väter, die den Herrn fürchten? Es ist an der Zeit, sich zu erheben und dem Ruf Gottes zu folgen, der da lautet: Ich will! Ich will! Ich will!